Hallo und herzlich willkommen bei Update, der Sendung rund um interessante Themen über technische Produkte und unsere digitale Zeit. Heute erkunden wir, was es im Bereich Bildung Neues gibt. Ich bin da, du bist da, na dann kann's hier losgehen. Fremdsprachen lernen mit Videos gucken. Papagei.com weiß, wie es geht. Lernstift. Dieser Kugelschreiber macht dich auf Rechtschreibfehler aufmerksam. Und Fernstudium heute. Wie sich das Studieren abseits der Uni dank der Technik erleichtert. Ich habe kürzlich gelesen, dass dem Menschen das Lernen angeboren sein soll. ganz ehrlich, spätestens bei unregelmäßigen Französisch-Vokabeln in Klasse 8 war bei mir keine Rede mehr von angeborenem Lernen. Oder wie geht es euch? Vielmehr kann ich mir ziemlich unnützes Zeug aus Filmen sehr gut merken. So zum Beispiel sämtliche Planetennamen der Star Wars-Reihe. Alderaan, Dagobah, Hoth, Tatooine, um nur einige zu nennen. Papagei.com nutzt diese einzigartige Qualität meines Hirns, um mir zukünftig Sprachen per Film zu vermitteln. In diesem Sinne, Film ab! Wohin geht deine nächste Auslandsreise? In eine ruhige Berglandschaft, an den warmen Sandstrand der Mittelküste oder doch lieber in eine ferne Stadt, in der du eine fremde Kultur erleben kannst? Egal wie du dich entscheidest, damit du dich im Ausland problemlos verständigen kannst, hilft es dir, fließend Englisch zu sprechen. Um bei den Einheimischen zu punkten, sind ein paar Brocken in der Landessprache natürlich auch nicht schlecht. Um deinen Sprachkünsten etwas auf die Sprünge zu helfen, gibt es viele Wege. Einen Nachhilfelehrer, ein Auslandsjahr oder auch einfach ein Training vor dem heimischen Computer. Letzteres bietet zum Beispiel das Sprachlernportal Papagei.com an. Sehen und begreifen. Das ist das Prinzip von Papagei. Bei mir war es so, dass ich Englisch erst dann richtig gut gelernt habe, als ich mit Muttersprachlern in Berührung gekommen bin. Als ich im Ausland war, projektbezogen, und das ist etwas, das ist prägend. Nicht jeder hat leider das Glück, dass er ins Ausland gehen kann, um dort die Sprache zu erlernen. Und deshalb haben wir gesagt, der Ansatz ist der, dass wir die Sprache in das Land holen. Das heißt, durch unsere Originalvideos holen wir einfach Englisch, Spanisch, Französisch, wir holen die Sachen in das Land hinein, sodass der, der nicht die Möglichkeit hat, und das ist immer das Beste, im Ausland eine Sprache zu lernen, direkt unter den Leuten, der aber dann die Möglichkeit hat, wenn man das nicht kann, über Papagei quasi wie im Mutterland der Sprache mit Originalinhalten in Berührung zu kommen. Das Lernprinzip ist simpel. Zunächst stufst du mit einem Test deine derzeitigen Sprachkenntnisse ein. Dann suchst du dir aus einer Sammlung von Spielfilmen, Serien, Filmen und vielem mehr die Videos aus, die dich am meisten interessieren. Es gibt ein unglaublich beliebtes Video über die perfekte Bratwurst. Also ist der absolute Running Gag bei allen, die Deutsch lernen, ja? Wo eben halt auch wir auch mit Klischees natürlich spielen und sagen, hier lernt man eben halt auch den Wortschatz, den man braucht für die perfekte Bratwurst. Ja? Aber es sind natürlich auch, gerade bei Unternehmen, sind Videos, die aktuelle Politik, Wirtschaftsgeschichten, vor allem Interviews sehr beliebt. Deswegen, also Obama-Interviews sind sehr beliebt, weil er spricht natürlich sehr, sehr gutes Englisch im Sinne von Kommunikation. Das heißt, anhand dieser Videos kann man lernen, wie antworte ich auf eine Frage, und die können auch einfach gut eingesetzt werden. Übrigens achtet Papagei.com darauf, dass die Fremdsprache wörtlich und nicht sinngemäß übersetzt wird. Wenn du dir ein Video anschaust, empfiehlt Papagei.com, das Video zuerst mit dem Untertitel deiner Muttersprache anzusehen. Dann probierst du es mal mit dem Originaluntertitel des Videos. So siehst du gleich, wie das geschriebene Wort ausgesprochen wird. Wenn du das Video verstanden hast, geht's ans Training deiner Aussprache. Dazu schaltest du beide Untertitel ein und liest die Sätze mit, während das Video läuft. Um den Aussprachetrainer zu öffnen, muss ich einfach nur hier auf das Mikrofonsymbol klicken. Fast in Echtzeit sagt mir jetzt das Programm, ob ich eher gut oder eher schlecht war. Das Ergebnis kann ich mir dann in der Auswertung am Ende ansehen. Das Sprachlernportal ist in dieser Art einzigartig auf der Welt. Du kannst es als Anfänger unterstützend nutzen oder dafür einsetzen, dein Niveau zu halten. Es gibt zudem noch viele andere Features. Beispielsweise kannst du bei den Untertiteln Lesezeichen setzen, bestimmte Wörter in einem digitalen Lexikon nachschlagen oder sie in deine Liste des Vokabeltrainers hinzufügen.
Ich habe das Papagei-Sprachlernportal jetzt 2 Wochen für dich getestet. Meine Ziele waren es, zum einen meine englische Aussprache zu verbessern und zum anderen noch ein paar weitere Vokabeln dazu zu lernen. Weil beim Sprechen klappt das ja nicht immer ganz so gut, da fällt ja manchmal eine Vokabel nicht ein. An sich hat das ganz gut geklappt und ich konnte auch erste Fortschritte bei mir feststellen. Ein Premium-Zugang auf papagei.com kostet monatlich 3,99 Euro bis 5,99 Euro. Je länger du deinen Zugang buchst, desto günstiger wird es. Aber Achtung, wenn du vergisst, deine Mitgliedschaft 7 Tage vor Ablauf zu kündigen, bist du verpflichtet, dieselbe Laufzeit noch einmal hinten dran zu hängen. Zusammenfassend kann ich sagen, papagei.com ist eine Internetseite und ein Sprachlernportal, das ich dir weiterempfehlen kann. Es macht wirklich Spaß, sich die Videos und die Reportagen und Filme dort anzusehen und man lernt auch eine Menge dazu. Für die Leute, die es lieber unterwegs lernen, gibt es auch eine passende Papagei-App oder man nimmt einfach das Tablet mit, so wie ich, und setzt sich draußen irgendwo ins Grüne und lernt dort. Es macht auch eine Menge Spaß, ein bisschen schöner als in den heimischen 4 Wänden. Solltest du doch jemand sein, der lieber mit Karteikärtchen lernt, probier es einfach mal aus, das ist wirklich eine schöne Methode. Aber jeder Mensch lernt ja bekanntlich auch anders. Also vom nächsten technischen Helfer, da bin ich ja sowas von begeistert, das glaubt man mir überhaupt nicht. Ich meine, wie ihr ja wisst, haben auch wir Moderatoren das ein oder andere Wort, was uns beim Texteschreiben wirkliche Kopfschmerzen bereitet. Denn die Rechtschreibung hat gewisse Tücken. So zum Beispiel das Wort Brillanz. Das schreibt man beispielsweise ja nur mit einem I. Zum Glück ist uns in der Update-Redaktion und somit mir der Lernstift in die Hände gefallen. Unser Zauberstift gegen Rechtschreibschwäche. Schreiben können ist einer der wichtigsten Dinge in unserem Leben. Natürlich geht es um Grammatik und Ausdruck. Ein erster Schritt ist aber auch die Rechtschreibung. Denn wer diese beherrscht, hinterlässt einen besseren Eindruck. Schreiben musst du ständig. Bewerbungen, wichtige E-Mails oder kurze Notizen. 2 Jungs aus München entwickelten etwas, was dich von Rechtschreibproblemen erlösen kann. Den Lernstift. Beim Schreiben erkennt er Fehler und vibriert. Sofort weißt du, dass du etwas falsch gemacht hast. Dafür brauchst du nur den Stift und kein besonderes Papier. Du kannst sogar in der Luft schreiben. Im Stift befindet sich viel Technik. Ein Bewegungssensor erkennt, welchen Buchstaben du formst. Ein Minicomputer gleicht diesen mit dem integrierten Wörterbuch ab. Im Leistungsverhältnis ist er mit einem heruntergebrochenen Smartphone vergleichbar. Dank eines WLAN-Moduls kannst du dein Geschriebenes direkt auf deinem Smartphone oder einem anderen Gerät digitalisieren. Neben einer Batterie und einem Schalter zum Einschalten beinhaltet der Stift auch noch normale Tinte, die du nachfüllen kannst. Wenn der vibrierende Zauberstift dann zum Verkauf steht, müssen sich Lehrer dringend überlegen, ob sie ihn in ihren Klassenräumen erlauben sollen. Denn mit einem Lernstift schreibt jeder gute Diktate. Er sollte zu Übungszwecken genutzt werden, nicht um nicht mehr selbstständig denken zu müssen. Schule und Uni sind passé. Aber wenn man ganz ehrlich ist, hätte man gern noch einen weiteren Abschluss in der Tasche. Und zwar endlich mal denjenigen, den man sich selber aussucht und nicht die Eltern. Aber Spaß beiseite. Für diejenigen unter uns, die keine Freunde und coolen Hobbys haben, gibt es die sehr sinnvolle Sache des Fernstudiums. Und wie einfach sich das Lernen und die Planung des Studiums dank deiner mobilen Endgeräte darstellt, das siehst du hier. Studieren frisst gewöhnlich mehrere Jahre auf. Dazu ziehen die Studenten möglichst nahe an den Universitätsort heran. Dank des Internets kannst du auch ein Fernstudium abschließen. Diese Möglichkeit gibt es schon lange, aber dank der fortschreitenden Technik werden die Bedingungen dafür immer besser. Die University of the People findet nur online statt. Dadurch kannst du unabhängig von deinem Standort studieren. Dazu ist die Belegung von Kursen kostenlos. Die Idee dahinter ist, dass ein Studium für jeden machbar ist, finanziell und zeitlich gesehen. Lediglich die Examen am Ende des Semesters kosten etwas. Laut deren Internetseite www.uopeople.org beschränkt sich das auf $100. Das Projekt wird von Visionären und Sponsoren gestützt. Es ist ein großer Schritt für die Bildung für alle. Allerdings sind die Kurse in Englisch, was für viele ein starkes Kriterium sein könnte. Dazu kommt, dass die University of People noch nicht akkreditiert ist.
Das bedeutet, dass andere Universitäten den dort erstandenen Abschluss nicht anerkennen könnten. Obwohl diese kostenlose Universität ein Vorreiter ist, gibt es viele andere Institutionen, an denen du ein Fernstudium absolvieren kannst. Dazu bekommst du alle Lernmaterialien per Post zugestellt. An den Seminaren kannst du online per Livestream teilnehmen. Oft verwenden die Studiumsanbieter ihre eigene Plattform dafür. Es gibt auch genügend Software dazu, etwa Wirecast. Das Programm kann aus zwei verschiedenen Quellen livestreamen. So hast du zum Beispiel gleichzeitig die Präsentationsfolien und den Professor auf dem Bild. Der Ton wird ebenfalls aufgezeichnet. Kommentare verpasst du also nicht. Außerdem kann Wirecast als Quelle auch ein iPhone haben. Das vereinfacht die Aufzeichnung, da keine spezielle Kamera vorhanden sein muss. Nach einer Umfrage der Apollon Hochschule lesen 57% der Fernstudierenden ihre Unterrichtsmaterialien unterwegs. Es bietet sich an, denn die technischen Voraussetzungen werden dafür immer besser. Die meisten nutzen ein Smartphone mit mobilem Internet. Das WLAN in den ICEs und ICs wird gerade von der Deutschen Bahn ausgebaut. Und wenn du Glück hast, musst du nach der Fahrt nichts mehr lernen. Da das Internetnetz allerdings oft weg ist oder der Akku leer werden kann, solltest du immer einen Notfallplan haben. Einige ausgedruckte Seiten und ein Kugelschreiber könnten deine Lernzeit in der Off-Zeit retten. Egal, wie viel besser die Technik hinter dem Fernstudium wird, sie kann nur so gut sein, wie du sie verwendest. Dementsprechend scheint es verlockend, vom Bett oder vom Zug aus an einer Vorlesung teilzunehmen. Allerdings kann dir bei einem keine Technik helfen. Deine Motivation. Ich bin ja, wenn es um das Thema Studium geht, echt ein Dinosaurier, denn ich habe mein Studium noch im Diplomstudiengang angefangen. Gibt's heute quasi nicht mehr, sondern die meisten fangen ihr Studium heute im Bachelorstudiengang an, ganz gleich, was sie da studieren. Ja, und genau da sind wir schon beim Thema, nämlich für die Leute unter euch, die nicht die Gelegenheit haben, ein Präsenzstudium zu machen oder die Zeit haben, weil sie noch arbeiten gehen müssen oder sonst irgendwas zu tun haben, für die habe ich das Thema Fernstudium heute im Angebot. Und dazu ein ganz, ganz besonderer Studiogast, niemand Geringeres als Markus Jung. Grüß dich, Markus. Schön, ja, dass du da bist. Grüß dich, danke für die Einladung. Sehr gerne. Du bist der Chef von fernstudiuminfos.de und bist sozusagen eine der Koryphäen, wenn es um Fernstudien geht, richtig? Ja, ich habe selbst mal per Fernstudium studiert und dann nach und nach diese Firma aufgebaut, um Fernstudierende oder Interessenten zu beraten. Ist denn der Trend zum Fernstudium im Jahr 2003 gegeben und gibt es immer mehr Leute, die sich aufgrund der von mir schon angesprochenen Sachen für ein Fernstudium interessieren? Oder was sind so die Motivationen von den Fernstudenten? Ja, also sehr viele Fernstudierende machen das Ganze berufsbegleitend und ein Fernstudium ist super flexibel. Man kann studieren, wo man möchte, zu welcher Zeit man möchte und von daher wird das immer häufiger in Anspruch genommen. Gerade auch jetzt mit den Bachelor-Master-Studiengängen, dass dann Leute vielleicht erst einen Bachelor gemacht haben an der Präsenzuni, irgendwann später nochmal einen Master draufsetzen wollen und das dann per Fernstudium machen. Also es ist so ein klassisches Zweit- oder Drittstudium teilweise, weil du sagst, es ist auch berufsbegleitend. Also die meisten Leute, die ein Fernstudium machen, so deine Erfahrung, haben schon ein anderes Erststudium hinter sich? Nee, häufig noch nicht mal. Das sind oft auch Leute, die erstmal eine klassische Ausbildung gemacht haben und in den Beruf eingestiegen sind und dann irgendwann merken, ah, ich brauche ja doch noch einen akademischen Abschluss, um jetzt noch weiter voranzukommen. Ist denn irgendwie die Zahl derer, die jetzt ein Fernstudium machen, in letzter Zeit besonders stark gestiegen in den letzten Jahren? Ja, das ist doch deutlich nach oben gegangen. Es gibt auch ein paar neue Hochschulen, die sich darauf spezialisiert haben und noch mehr Fernstudiengänge und auch gerade durch diese Umstellung auf Bachelor, Master hat sich da auch einiges nochmal getan. Jetzt mal so von den technischen Voraussetzungen, die so eine Fernuni braucht. Wir leben ja im Zeitalter von Smartphones, von mobilen Endgeräten, iPads und so weiter. Bedienen sich diese Universitäten, diese Fernuniversitäten denn auch dieser mobilen Endgeräte und der neuen Technologien? Ja, so ganz langsam tut sich da was. Also ich muss sagen, ein klassisches Fernstudium ist eher ein Papierstudium. Man bekommt eine Riesenmenge an Papier, die man durcharbeiten muss. Und das ist häufig auch heute noch so. Das Ganze wird eher ergänzt mittlerweile um elektronische Möglichkeiten, dass man die Materialien auch elektronisch bekommt oder teilweise auch an dem direkt auf dem iPad dann laufen. Aber dass der Dozent irgendwie aufgezeichnet wird, ein Video und das dann per Webinar an sozusagen die Kursteilnehmer irgendwie versendet wird oder man sich das sozusagen downstreamen kann oder sowas, gibt es sowas schon? Ja, das gibt es auch schon zum Teil. Gerade im Fernstudium ist es ja so, dass die Leute von ziemlich weit wegkommen zu den Präsenzveranstaltungen. Da bietet sich halt an, das Ganze dann übers Web zu machen. Zum Teil auch als Live-Veranstaltung dann, wo dann wirklich die einzelnen Teilnehmer zusammengeschaltet sind und
auf dem Wege das dann machen. Wie kann man auf diesem Wege jetzt sprachlos, es ist so ein bisschen so ein Mix, also man kann sich viele Sachen über die Entfernung, tatsächlich da, wo man lokalisiert ist sozusagen, bekommen an Informationen, aber man hat auch immer noch so eine gewisse Präsenzpflicht. Für welche Sachen und welchen Teilen des Studiums hat man denn diese Präsenzpflicht noch? Also minimal für die Klausurprüfung, aber es gibt es noch nicht, dass man zu Hause am PC vielleicht seine Prüfung abgeben kann, das hat die Anwesenheitspflicht, um auch zu kontrollieren, dass man wirklich da ist und nicht jemand anders an die Prüfung ablegt, das ist so das, was mindestens vorhanden sein muss. Mhm. Zum Teil gibt es halt auch Labore oder irgendwelche Präsentationen, die dann auch noch vor Ort stattfinden müssen. Mhm. Und hat man denn auch gewisse Präsenzpflichten, wie man das von der normalen Universität kennt? Das bedeutet, dass zu einer gewissen Uhrzeit ein Dozent einen Vortrag hält oder ist es tatsächlich downloadbar, die Vorträge zum Teil? Da gibt es beides. Also es gibt welche, die stellen das zum Download bereit, aber häufig ist es halt auch so, dass man die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen und dann muss man zu den Terminen dann schon anwesend sein. Mhm. Jetzt hast du gesagt, die technischen Veränderungen halten so langsam nach und nach Einzug. Kannst du dir vorstellen, dass in Zukunft so ein Fernstudium noch technischer und noch mehr auf mobile Endgeräte fokussiert ist und ausgerichtet? Ich denke, der Trend wird immer mehr dahin gehen, dass es erst ergänzend wird und dann immer mehr auch überhand nimmt. Es gibt jetzt schon zum Beispiel einen MBA-Studiengang, der wird komplett über ein iPad abgewickelt. Welcher ist das? Das ist ein Fernstudiengang der SRH Fernhochschule Riedlingen. Okay, und da geht es um Betriebswirtschaft, oder? Genau, es ist ein MBA-Studiengang, Betriebswirtschaft, Führungswissen, das da vermittelt wird. Man hat gesagt, die Leute sind viel unterwegs und haben dann das komplette Wissen auf dem iPad immer dabei. Ah ja, okay. Vielen Dank für diese Einblicke, Markus. Sehr interessant, sehr informativ. Ja, vielleicht seid ihr ja jetzt auf den Geschmack gekommen und denkt so bei euch, ja, so ein Fernstudium, das wäre eigentlich auch das Richtige für mich, weil ich bin nicht so gern mit anderen Studenten zusammen oder hock bei schönem Wetter in so einer Uni rum. Ne? Ja, so ein Fernstudium, ja, vielleicht... Das habe ich gar nicht gefragt. Kann man da einen Doktor machen? Ja, ich wollte doch schon immer einen Doktor machen. Herr Jung, sind Sie noch da? Vielleicht, Herr Jung, kann man da eigentlich auch einen Doktor machen an so einer... Unterrichtsmaterialien für jeden, was das Internet ermöglichen könnte. Und den Professor steuern. Mit dieser App zeigst du, wo es lang geht. Es herrscht hier in Deutschland ein weitgehend kostenloses Bildungsangebot. Allerdings... Unterrichtsmaterialien sind größtenteils davon ausgenommen. Und wer hat schon immer das notwendige Geld dafür? Open Education Resources heißt das Zauberwort in dem Zusammenhang. Unterrichtsmaterialien sollen im Internet kostenlos zugänglich gemacht werden. Das birgt gewisse Tücken. Welche? Das siehst du jetzt. Open Educational Resources, kurz OER, ist eine Idee für die Bildung, die heute erst in Teilen umgesetzt wird. Aufbereitetes Unterrichtsmaterial im Netz, für jeden frei zugänglich. Denkst du gerade, warum nur? Es steht doch alles bei Wikipedia oder bei gutefrage.net. Nun, so geht es den meisten, die mit dem Konzept konfrontiert werden. Tatsächlich kommt es bei OER nicht auf das Wissen, sondern vor allem auf dessen Vermittlung an. Gebraucht werden also nicht Informationen, sondern Arbeitsblätter. Sie stehen den Lehrkräften meistens nur zur Verfügung, wenn sie dafür bezahlen. Für regelmäßigen, qualitativ hochwertigen Unterricht ist aber leider kein Geld da. Unterrichtsmaterialien im Netz wäre eine gute Lösung, aber die meisten darfst du nicht verwenden, da du sonst das Urheberrecht verletzen würdest. Gegen OER sind vor allem die Schulbuchverlage, klar, denn diese fürchten darum, ihren Markt zu verlieren. In der Hand haben es allerdings die Lehrer selbst. Stellen sie ihre erstellten Arbeitsblätter online, wird bald ein Nehmen und Geben entstehen, bis alle Fächer und Themen abgedeckt sein werden. Die Unterstützer werden mehr. Daher entstehen Plattformen, auf denen dieser Austausch stattfinden kann. Ein gutes Beispiel dafür ist oercommons.org. Das deutsche Angebot ist dagegen nur schwer zu finden, da es keine Sammelstelle gibt. Der Blog lehrer-online.de versucht diese zu ersetzen und ist eine gute Anlaufstelle. Klar ist, noch findest du nicht viel deutsches Unterrichtsmaterial, aber die Community wächst und ist damit ein gutes Beispiel dafür, was alles dank des Internets möglich ist.
Bildungstransfer und Wissenstransfer im Jahr 2013. Wie sieht sowas hier in Frankfurt aus? Die Stadt Frankfurt hat sich dazu ein ganz tolles Pilotprojekt einfallen lassen, in Kooperation mit der Stauffenberg-Schule in Bornheim. Media meets School heißt das. Und dazu habe ich jetzt zwei wunderbare Gäste eingeladen. Als zum einen da wären der Lehrer, der Sven. Grüß dich, mein Lieber. Hallo. Und du hast deinen Schüler, den Ludwig, mitgebracht. Hallo. Seines Zeichens Berufsschüler, wie ich mir habe sagen lassen. Und, wie ich sehe, du hast auch schon gleich ein Tablet mitgebracht. Ihr habt ja in der Schule normalerweise auch Whiteboards, soweit ich informiert bin, mit denen ihr viel macht, ne? Aber erzähl doch mal ganz kurz, das Pilotprojekt der Stadt Frankfurt und der Stauffenberg-Schule dreht sich vor allen Dingen worum? Worum geht's da? Ja, wir möchten halt gucken, inwieweit wir die Berufseffizienz damit vielleicht ein bisschen steigern können, indem wir auch schauen, inwieweit wir unabhängiger werden, mobiler werden. Und eventuell auch in Zukunft dann die ganzen PCs, die jetzt noch da unten irgendwie verkabelt rumstehen, halt auch ersetzt bekommen. Mhm. Wie kann ich mir denn den Unterricht mit diesen Tablets vorstellen? Kriegen die Schüler das mit nach Hause? Ist die Nutzung nur auf die Schule direkt beschränkt oder wie sieht das aus? Nee, es ist wirklich so. Also die Schüler haben eine Art Mietvertrag, wenn man so möchte, unterschrieben. Sie müssen dann natürlich nichts dafür bezahlen, aber sie haben es in der Schule, können es mit nach Hause nehmen. Die sind jetzt im Blockunterricht und wenn der Block dann, dieser Schulblock vorbei ist, dann müssen sie es natürlich auch wieder abgeben. Wie lange ist das so in der Regel? 4 Wochen circa. Ah, 4 Wochen. Also die Nutzung des Tablets sind so 4 Wochen. Genau. Und kannst du uns mal so eine Oberfläche zeigen, damit wir das mal sehen? Weil normalerweise ist ja durch diese Beschränktheit des Bildschirms an sich ist ja eine räumliche Beschränkung gegeben. Mhm. Jetzt habe ich natürlich den riesen Vorteil, dass ich jetzt hier noch diese Tastatur dran habe. Mhm. Also diese Tablets sind ja normalerweise zum Rausnehmen und die Schüler haben die natürlich auch nicht. Ja? Ja. Also das ist so ein Lehrerding. Okay. Also das bedeutet, das Tablet ist auch benutzbar sozusagen, um Mitschriften zu machen von dem, was du sagst. Also es ist eine breite Verwendung. Ich kann damit Hausaufgaben machen, ich kann im Grunde so eine Art Mediathek aufbauen. Also sprich, wenn ihr ein Projekt macht, Ludwig, korrigier mich. Kannst du Sachen zufügen und andere fügen auch was zu und ihr habt dann Zugriff auf alles oder wie? Wir haben so gemeinsame Notizbücher, mit denen wir unsere Ideen festhalten können, mit den anderen teilen, hinzufügen, entfernen. Wie ist es so im Verhältnis zu der normalen Schulzeit? Du bist ja jetzt in der Berufsschule. Ist das vom Lernen und vom, ich sag mal, gelernten Inhalten teilen für dich besser, einfacher, schneller? Was sind die Vorteile aus deiner Sicht? Also für mich meinerseits ist es besser, schneller sich mit den Kollegen aus der Klasse auszutauschen und einfach die Vorteile gemeinsam zu lernen durch dieses E-Learning. Und ja, dann haben wir auch einige, die natürlich sagen, für die ist es auf Stift und Papier zu schreiben besser. Okay. Ja, aber für mich meinerseits ist es besser auf dem Bildschirm zu sein und alles kompakt in einem zu haben. Und wie lange geht das Projekt, hast du gesagt? Noch ein Jahr. Also noch bis ein Jahr. Also ihr habt gerade angefangen, jetzt nach den Sommerferien. Genau. Ja, dann sind wir mal gespannt, wohin sich das Ganze entwickeln wird. Wir werden euch vielleicht nochmal einladen und dann fragen, so retrospektiv, was es gebracht hat. Danke schon mal, dass ihr unsere Gäste heute gewesen seid. Das ist ein sehr interessantes Thema, sehr interessantes Pilotprojekt, was die Stadt Frankfurt da hat. Ja, und ich bedanke mich. Ja? Ebenso. Schön, dass ihr gekommen seid. Danke. Ne? Ich hoffe, ihr habt eine Anregung bekommen dafür, wie man Wissen im Jahr 2013 in der Schule auch transportieren kann und wie Gruppenarbeiten aussehen können. Zu meiner Zeit saßen wir noch in einem großen U und haben uns gegenseitig angebrüllt. Ja, das war damals, das muss so 1900, warte mal, wie alt bin ich jetzt? Liebe Schüler, ganz egal ob per App, per Fernstudium oder ganz klassisch auf der Schulbank, Lernen ist auch immer eine Frage der Lehrkraft. Die Lösung dafür könnte eine App sein, die den Lehrer kontrollieren könnte zum Beispiel. Also, war ich wohl zu schnell. Also dann nochmal ganz von vorne. Liebe Schüler, egal ob per App, per Fernstudium oder ganz klassisch auf der Schulbank. Lange Vorlesungszeiten, Hausarbeiten und wochenlanges Lernen für Klausuren. Marie ist Studentin und weiß, dass die Zeit in der Uni nicht nur Freizeit und Spaß mit Freunden bedeutet. Trotzdem studiert sie gerne, denn Chemie ist ihre Leidenschaft. Um die Klausuren bestehen zu können, besucht sie möglichst viele Seminare. In den überfüllten Vorlesungssälen bekommt sie meistens nicht viel von dem Professor mit. Mal redet er zu schnell, mal zu leise. Dazu tuscheln gefühlt 1000 Studenten im Saal. Doch es scheint eine Lösung zu geben. Marie hat eine App gefunden, die ihr dabei helfen kann, dem Unterricht besser zu folgen.
An der Uni Freiberg wurde die Anwendung MyTU entwickelt, die Studenten wie Marie dabei helfen soll, ihren Professor zu steuern. Wenn Marie dem Unterricht überhaupt nicht mehr folgen kann, kann sie ihm ein Stoppschild schicken. Beim Blick auf das Smartphone weiß der Professor Bescheid, dass er das letzte Thema noch einmal erklären sollte. Wenn der Professor zu langsam oder zu schnell spricht, kann ihm das Marie mitteilen. Auch Maries Fragen bleiben nicht unbeantwortet. Ohne ihren Namen zu verraten, kann sie dem Professor diese über die Smartphone-App stellen. Denn wer hebt schon gerne im überfüllten Vorlesungssaal seinen Finger und sagt, dass er etwas nicht versteht? Marie ist jedenfalls zu schüchtern. Entwickelt wurde die MyTU-App von Studenten der Bergakademie Freiberg in einem Informatikkurs. Erst einmal ging es darum, eine mobile App zu programmieren. So entstand die Idee für eine Uni-Führer-App. Bislang ist die MyTU-App auch nur an der Bergakademie Freiberg verfügbar. Wenn Marie morgens aufsteht, kann sie zum Beispiel nachsehen, welche Vorlesungen heute anstehen, was es in der Mensa gibt oder ob ein bestimmtes Buch noch in der Uni-Bibliothek verfügbar ist. Die Professorsteuerung ist ein zusätzliches Feature der App. Übrigens kann der Professor überprüfen, ob sich die Studenten auf dem Unigelände befinden, wenn sie ihm eine Nachricht senden. So sollen Scherznachrichten von außen verhindert werden. Marie braucht sich also nicht wundern, dass ihre Fragen nicht beantwortet werden, wenn sie diese von zu Hause aus losschickt. Ich mag es fast nicht glauben, aber wie immer ging Update dieses Mal auch wieder viel zu schnell zu Ende. Wenn du was verpasst hast oder alte Folgen nochmal schauen möchtest, kannst du das im Internet auf ebrotv.de tun. Auf unserer Facebook-Seite kannst du uns oder die Beiträge auch kommentieren. Natürlich auch per E-Mail unter update@ebrotv.de. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bleib auf dem neuesten Stand. Tschüss.